Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge The Search. Wir haben beim letzten Mal unsere Waffe aufgerüstet und ich weiß nicht mehr. Sei vorsichtig da draußen. Welchen Weg wir gingen? Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Hier hinten? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der wieder aufbaut? Das ist aber was anderes, oder? Ach. Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Rot, verdammt. Schon klar, schon klar. Doch mit jedem neuen irgendwo Tag, mit jedem Start, ging es rein. So, ne, da kamen wir mal her ursprünglich. Da war es auch nicht. Wir sind hier bei Creo arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht. Nee, hier war es nicht. Von Jonah Gutenbergs großer Vision. Wir kamen durch eine Tür. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Und direkt hinter der Tür geht das schon los, actionmäßig. Immer weiter ausdehnen. Aber wo war das? Das war doch nicht da. Der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das. Ja, aber auch nicht. Was es auch kostet. Oder? Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein Utopia für... Ich weiß es nicht mehr, scheiße. Ist hier noch irgendwas Cooles? Nö. Verdammt. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wenn er nicht bald die Schnauze hält, der Junge. War es hier so recht? Also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin... Hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren? Ja, 2 Jahrhunderte hat es gedauert, sie zu ruinieren. Wir sind alle ungeduldig. Pipapo. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz. Und chemischen Zusammensetzungen. Ich weiß nicht mehr weiter. Bis zum Wertstoffrecycling. Hier bei Creo. Arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, da war nur um die Grundlagen von Jonah der Kasperle großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machens oder was doch da hinten rein. Jeden Tag verbessert eure ich gehe einfach mal die Zukunft der Menschheit und mal gucken. Unserem Ziel Stück für Stück näher. Das ist eine große ich dachte. Wir kamen rein und sind dann... wir gucken mal. Wo wir landen. Ich schätze mal, hier ist falsch. Ich schätze mal, hier ist falsch. Ja, hier ist definitiv falsch. Trotzdem kriegt er erstmal aufs Maul hier. Dann war es doch der Norweg. Ja. Der Bassi weiß wieder nicht, wo es lang geht, ne? Wir erschaffen ein neues. Das ist ja schlimm. Ein Utopia für alle. Gab's hier noch irgendwas? Nö. Da ging's ja sicherlich nicht. Erblüht ein Garten über Nacht? Oder doch? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Doch klar, ja. Wir alle kennen die Antwort. Schießt er schon auf mich? Die Leute, das denn hier. Sein Schild bringt mir auch nicht so viel. Oh. Hehe. Au. Alter. Geht doch. Geht doch. MK2. Der hat auch wieder so einen scheiß Schutz. Nö, nö. Das lassen wir mal. Hier war ja nichts, ne? Nope. Okay. Alter, kannst du mal... Geht doch.
So. Können wir ja. Zugang zu Labor 02 gewährt. So. Labor 02 entriegelt und geöffnet. Das ist 12. Lasst euch nicht in die Irre führen. Er könnte überall sein. Steht hier gleich wieder auf. Okay. Okay. Labor 1-2 versiegelt. Meine Güte, wir sind ja aalglatt. Zugang zu Labor 1-2 gewährt. Wenn Sie weiter hier herumschleichen, kommen meine Freunde noch auf den Gedanken, dass Sie was ausbrüten. Meine Freunde können mich mal. Mann. Zieht ja auch noch im Weg? Ach nee. Stimmt ja. Mistkerl. Haben die gleich zweimal was fallen lassen? Das ist ja nett. Ich wurde eben von Mary Shaw kontaktiert. Beim Namen klingelt nichts, das sollte es aber. Verdammt nochmal. Sie ist Michael Shaws Schwester. Die Kandidaten für das Programm sollten keine lebenden Verwandten oder Freunde haben. Dafür bist du verantwortlich. Ich erwarte, dass diese Angelegenheit schnell und leise gelöst wird. Okay. Da geht's weiter, da hinten ging's weiter. Überall geht's weiter hier in dem Spiel. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen verwirrt. Falsche Anschuldigungen, ungerechtfertigte Kritik. Es trifft immer die Wissenschaft, ist es nicht so? Ich war es, der eine Lösung fand. Du warst es, der eine Lösung fand. Niemand sonst hat nach Resolve die Hand gehoben. Okay. Das war schon mal das. Also, wo wir jetzt hier hinten kommen. Nach unten. Mhm. Ich werde das nicht akzeptieren, wissen Sie? Das ist ja schön für dich. Jahre der Plackerei zum Wohle der Menschheit. All das. Jemand musste die Drecksarbeit übernehmen. Sie waren zu feige, sich die fürnehmen kleinen Hände schmutzig zu machen. Ja. Zugang zu Labor 02 gewährt. Gewiegt. Du denkst, du kannst mich ärgern, Kollege. Dann irrst du dich. Vielleicht soll ich mal den seiner Heinis da draußen ein bisschen. Oh, da sind noch mehr in diesen Schaufenstern. In diesen Glasbehältern. Sind wir nicht etwas zu alt für Versteckspielchen? Wieso Versteckspielchen? Ich versuche dich zu finden. Komm Depp. Raus, komm raus, wo immer du steckst. Wieso denn ich? Komm du doch raus. Okay. Der geht nicht. Okay. Möchte ich das? Bestimmt möchte ich das. So, keine Ahnung, jetzt haben wir vermutlich diese Tür hier.
Hast du gedacht? Ne, hast du gedacht? Fliegen können die Dinger auch schon mal gut. Okay, hier ist nix. Du brauchst ja gar nicht denken, dass du was gegen mich ausrichten kannst. Guck, wie du fliegst, Junge. Weißt du was? Man kann ja auch mal was anderes machen. Ich bräuchte noch ein bisschen MK3. Damit ich das Ding hier, ne? Sie haben mir bis jetzt vertraut. Wir alle wollen dasselbe. Wir haben andere Möglichkeiten in Betracht gezogen. Und es wird immer Risiken geben. Utopia funktioniert garantiert. Ich weiß, der Vorstand sträubt sich noch angesichts der Zahlen. Aber wir sollten es als Hausputz betrachten. Problem gelöst innerhalb einer Generation. Es wird nur eine deutlich kleinere sein als zunächst gedacht. Aber das muss nicht schlecht sein. Wir schlagen uns seit fast 100 Jahren mit der Überbevölkerung herum. Ja. Labor 01 entriegelt. Es tut mir furchtbar leid, aber Sie lassen mir keine Wahl, als Sie vom Antlitz dieser Welt zu fegen. Ja. Versuch's mal. Au. Oh, neues Schema. So. Oh, oh. Hey, hey, hey. Ja, das war jetzt ein bisschen unfair. Ne, das fand ich jetzt nicht nett. Also gegen zwei. Nimm ich doch lieber meinen Pax. Ich hätte meine 11.000 aber gern zurück, wenn es recht ist. Sei vorsichtig da draußen. Nein, bin ich nicht. Ich geh da jetzt rein und mach Rambo. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Ja, und ihr kennt halt dein Maul. So. Kollege. MK2. Ich hätte aber gern MK3. So. Der hat Feierabend erstmal. Alter. Die Kamera ist gerade sehr scheiße. Kollege. Willst du mich verarschen? Was machen die auch für einen Schaden, verfickte Scheiße? Mann! So viel zu meinem Altmetall. Oh, ey. Das Spiel, ne? Komm jederzeit wieder. Ja, toll. 3000 habe ich jetzt, die ich einsammeln kann. Eben hatte ich 11.000. Verfickte Scheißding. Wir alle kennen die Antworten darauf. Nee, kennt man nicht. Weil es mir nämlich scheißegal ist, wie die Antworten darauf sind. Alter, wie mich das nervt gerade. Und dieses verfickte Scheißding da oben, ne? Und da noch der andere da hinten. Ne. Hör doch auf, ey. Was ist denn jetzt los? Alter, will mich das Spiel verarschen?
Jetzt geht hier gar nichts mehr. Ach, fick dich doch ins Knie, du verficktes Scheiß-Dreckspiel. Mann, Mann, Mann. Halt's Maul, du Schlampe! Meine Güte! Sicherheit bei der Arbeit, bitte. Ja, das merke ich, wenn es eure Priorität ist, Mann. Eure Priorität ist Profit. Ihr gierigen Bastarde. Alter. So. So viel zu dir. Jetzt geht's weiter mit den Freunden da unten. Oder zuerst, bitte. So, Kollege. MK3, danke schön. Müssen theoretisch noch zwei sein, oder? Da ist einer. Alter! Alter, du nervst mich! Du Pissfresse! Stirb endlich! Stirb halt nochmal! Mann, Mann, Mann! Wie mich diese kleinen Scheißer nerven, ne? So, wo ist der andere jetzt hin? Na komm. Die Waffe ist halt ein bisschen langsam. Ich will erstmal natürlich den hier. Aufgrund seiner schönen Legierung. So. Ist keiner drin, okay. Also um Legierung zu farmen, ist das hier super, ne? Wenn man sie denn bekommt. Na. Ups. Ja, manchmal ist die Waffe dann doch etwas zu gut. So, jetzt aber. So, oh, da liegt auch noch was. Da geht's hin. Wo geht's hier hin?
kam ich ja her, ne? Okay. Dann den anderen Weg. Nicht. Was uns im Raum C erwartet, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.